Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings Teil 3 mit mir, The Gentleman, und dem inzwischen leider nur noch Herzogtum, ich glaube Asturien sind wir inzwischen und nicht mehr das große Königreich Leon. Wir haben leider einiges an Einfluss in der letzten Zeit verloren im Rahmen der Erbfolge, so dass wir deutlich schwächer als zum Beginn sind. Wir sind eine der schwächsten Fraktionen der spanischen Halbinsel, so dass wir aktuell rätseln müssen, ob wir es überhaupt schaffen, uns wieder in die Erbfolge ordentlich nach oben zu arbeiten, weil alle um uns rum mit unserer kläglichen Armee von ungefähr 1500 Mannen eigentlich fast unschlagbare Gegner sind. Sieh hier zum Beispiel Kantabrien, wo wir alleine schon doppelt so viele Mannen als Gegner hätten. Oder sehen wir hier Kastilien. Galizien sind ähnlich stark, aber wer es richtig hier im Hinterkopf hatte, hatten die Galizier noch lustige Bündnisse oder sind die inzwischen zusammengebrochen? Das wäre ja relativ praktisch. Doch ich glaube, das könnte ein interessanter Krieg werden um Astorga, um uns an unserem eigenen Schopfe Stück für Stück aus den Problemen rauszuführen. Aber letztendlich haben wir nur ungefähr 200 Mann mehr als unsere Gegner. Daher schaue ich hier gerade nochmal. Theoretisch könnten wir noch eine Bretonenkompanie mit engagieren. Sind zwar recht teuer, haben einen guten Anführer, zwar nur zwei Ritter, aber ich glaube, gemeinsam mit den Jungs und Mädels bekommen wir hier den Krieg gewuppt. Dann fordern wir die Grafschaft Astorga. Warum können wir den Krieg nicht erklären? Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir den Krieg nicht erklären können. Wählen Sie einen Kriegsgrund aus. Wir haben doch hier die Ansprüche. Und warum soll das kein gültiger Kriegsgrund sein?
Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir nicht den Krieg erklären können. In Astorga wäre auf jeden Fall schon mal eine ganz ordentliche Verstärkung. Zumal wir denn schon mal langsam von der Größe her wieder ein bisschen stärker werden, speziell wenn wir dann noch zu Monterrey schnappen würden. Aber seltsamerweise können wir den Krieg nicht erklären. Hier ein Problem mit dem Königreich Leon. Ich fürchte auch, letztendlich, das Königreich können wir nicht ordentlich beanspruchen, alleine ob der Problematik des unser König viel zu viele Truppen gerade ins Feld führen könnte. Trotzdem verstehe ich gerade nicht, warum wir hier nicht unsere Ansprüche durchsetzen können. Gegen ihn könnte ich den Anspruch auf die Krone erklären. Ebenfalls auch einen Unabhängigkeitskrieg. Aber warum kann ich nicht gegen Galizien den Krieg erklären? Vor allem, wenn ich, wie hier zum Beispiel, keinen Anspruch hätte. Okay. Auch hier kann ich keinen Krieg erklären. Wahrscheinlich, weil wir nicht das Recht haben. Von Gesetzes wegen. Kriege zu erklären. Yep. Unser Lehnsherr hat verfügt, dass wir noch nicht mal Krieg gegen unsere Vasallen Nachbarn führen dürfen. Das ist ja richtig gemein. Wir wollen ihn eigentlich gerade nicht pinnen. Also, wenn wir schon den König
Okay, wir hätten auch bis in 5 Jahren das Verbot, letztendlich unsere Autorität zu reduzieren. Das heißt, viel werden wir nicht machen können. Mein Freund, Bürgermeister Martin, sieht das Tier zuerst. Kann man aber nur schwer von ihrer Umgebung unterscheiden. Aber das Tier beobachtet uns aus dem Dickicht. Ich sehe ihm in die Augen und fast erscheint es, als könnte es meine Absicht spüren. Denn es läuft plötzlich los. Dann reiten wir. Als wir das Tier bei seiner Flucht durch die Schlucht folgen, verliert das Pferd von Bürgermeister Martin den Halt, woraufhin er mit einem Schrei zu Boden fällt. Der Bürgermeister wird nicht daran sterben, aber er windet sich vor Schmerzen. Das kann kein Ding der Unmöglichkeit. Wir folgen ihm weiter. Ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor der Pfeil sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, gehen seine Todesschreie unter dem Siegesgebrüll unter. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute anderweitig erlegtes Wild für die Rückkehr vorbereiten. Ich habe schon etliche Jagden veranstaltet und langsam bemerken die Menschen in meiner Umgebung, meine Aktivitäten sprechen sich herum. Das klingt doch ganz gut. Bucephalus, das kranke Pferd. So wie Bucephalus aus dem Stall trottet, mit schweren Hufen und hängendem Kopf, kann es keine Zweifel geben. Mein Pferd ist krank. Der Stallmeister versichert mir, dass es ein Heilmittel gegen dieses Leiden gibt. Das kostet eine heftige Summe. Wir haben das Geld. Wir können ein bisschen Lösegeld zahlen. Alfonso möchte ein Ränkeschmied werden. Wen haben wir denn weiter als guten Ausbilder? Er ist sadistisch, eigenwillig, feige und reizend, dann soll er noch mal bei Helga in die Schule gehen. Vielleicht schafft sie es ja, ihm die Feigheit noch auszutreiben. Das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Baustelle. Deshalb hat Coimbra so viele potenzielle Truppen und der kämpft gerade relativ erfolgsversprechend. Gemeinsam mit Kutere. Gegen relativ schwache Gegner. Dort unten. Das heißt, das bringt uns gerade relativ wenig. Hier in Kantabrien.
mit 1600 Mann plus 800 weiteren. Wäre es eine Variante. Aber können wir nicht erklären. Wir könnten den Franzosen den Krieg erklären, aber ich glaube, auch dort sind wir viel zu schwach für. Und auch hier haben wir das übliche Problem. Wir können gerade keine Kriege erklären. Wir haben viel zu wenige Ritter. Können auch erst 78 im Oktober neue Ritter einladen. Alfonso ist erwachsen geworden. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn nicht mehr als Kind, sondern als erwachsen zu sehen. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Alfonso, das kaum ein natürliches Talent für vorsichtige Planung zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis dafür erlangen, wie man es einsetzt. Er kennt nun viele Wege, das zu bekommen, was er will. Noch wichtiger ist jedoch, dass er sich der politischen Implikationen und Wünsche bewusst wird. Er hat immerhin einen 3-Sterne-Intrigenwert, ist immerhin ein brauchbarer Nachfolger. Er ist stattlich und kerngesund. Oh. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Mit der Gefahr, dass man unzüchtige Kinder heranzieht. Gehen wir das Risiko ein. Es bringt immerhin die Chance mit, dass seine Nachfolgen auch noch zumindest schlau sind. Das ist aktuell noch nicht viel Gift, was wir gerade machen können. Lassen wir gerade die Zeit im Express verlaufen. Dann können wir mal mittelfristig schauen, ob wir uns ein bisschen an unserem eigenen Schopfe hier aus dem Schlamassel ziehen können.
wir laden mal ein paar Ritter ein. Die können garantiert nicht schaden. Ramiro. Jo. Dich nehme ich gerne an meinem Hof auf. Und für dich finden wir doch garantiert auch eine passige Frau. Wie zum Beispiel sie. Mit halbgeschlossenen Lidern. Als mein Blick dem von Infantin Ermengarda zum gefühlt 20. Mal an jenem Abend begegnet, weiß ich, dass ich keine Einbildung aufsetze. Selbst vom anderen Ende der Tafel aus fühlt sich ihr Blick so heiß an wie die Mittagssonne. Sie will mich. Ich spüre, wie mein Kopf darauf antwortet. Wie erwacht. Doch Graf Salvador, unser Cousin, ihr Gemahl und mein Cousin, ist heute Abend zugegen. Dann besuche ich sie, während alle schlafen. Anschließend lässt sich Ermengarda schwer auf die Matratze fallen, keucht mit halbgeschlossenen Augen. Träge wische ich ihr mit zarten Fingern den Schweiß von der Brust. Nur einen Wimpernschlag später schiebt Ermengarda mit einem letzten entschuldigenden Lächeln meine Hand beiseite. Der Morgen graut schon, ich gehe besser. In der Tat, ihr sputet euch besser. Oh, und mein Sohn Fernando wird auch noch erwachsen. Und zwar ein fähiger Taktiker. Das ist doch sehr, sehr schön. Er ist nicht überwältigend und neigt, glaube ich, auch keiner Speise allzu sehr ab. Versuch mal, dich mit Virginia zu stellen. Seid gegrüßt, Herzog Fernando von Asturien. Allzu gern nehme ich die Heirat an. Bürgermeister Munio ist einige Zeit zu mir. Nee, nee, nee. Und macht sich schon wieder unbeliebt. Und Lein ist eingetroffen. Er ist ein grandioser Krieger. Auch euch rekrutiere ich an meinen Hof, Lein.
Ja, und auch ihr bekommt eine geschickte Heirat. Dann sollten wir jetzt mal ein Festmahl veranstalten, um ein bisschen Stress abzubauen. Willkommen, meine Freunde. Mein Bruder und Freund Rodrigo ist da. Unser Wiedersehen ist mir eine Freude. Einmal mehr essen und trinken und singen wir gemeinsam. Es wäre seit unserem letzten Abschied keine Zeit vergangen. Wir hätten in einer Scheune speisen können. Es wäre für mich dennoch eines der besten Feste aller Zeiten geworden. Ah, was wäre das Leben ohne Rodrigo? Das ist sehr, sehr gut. Ich sehe, wie die Augen von Alfonso, unserem Sohn, bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade zugegeben habe. Ich schiebe mühsam meinen Krug von mir. Ich hatte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich, mich aufzurichten. Glaubt mir kein Wort. Was habe ich getan? Oh. Er erfährt das Geheimnis einer Affäre von uns. Als alle nach Hause gehen, kann ich stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Und es konnte nur stattfinden wegen meiner Gemahlin. Bis zum nächsten Mal. Erpressen. Oh. Und wir haben einen weiteren potenten Ritter, den wir auch gleich wieder mit anwerben. Denn wir müssen auf jeden Fall werf bleiben. Mein Pferd muss wilder werden. Die Tränen von Xuanda bereiten mir mehr Pein als harte Worte. Und ich stehe geknickt da, als sie das Gesicht in meinem Hemd vergräbt. Fernando, wie konntet ihr das tun? Ich liebe euch doch, ihr Dummkopf. Sie holt tief und zitternd Luft. Kommt zurück zu mir, mein Augenstern. Verlasst dieses Rindvieh. Und dann ist alles vergehen. Das machen wir auch. Oh. In Tirol bricht das Lolladentum aus. Und es gibt schon wieder einen Glaubenskrieg. Wir werden spenden. Wir sind hier zu schwach. Maria könnte einen Vormund gebrauchen.
Bildung. Ich glaube, eher für dich wäre Diplomatie was Sinniges. Und da wäre unsere Frau ein guter Vormund. Okay. Interessant. Diese Grafschaft ist inzwischen an meinen Sohn gegangen. Ist das schon Grund genug, mein eigen Fleisch und Blut zu töten? Können wir auch nicht töten. Wir sind gelangt. Okay, das Herzog ist meine Pflicht und so weiter. Der Herzog von Kantabrien ist immer unausstehlich. Dann stoßen wir ihn doch einfach in die Pferdetränke. Weil wenn es gut läuft und ich meine Armee mit in den Krieg einbringe, und ich sage, wer ist denn ein geschickter Begünstigter?
Menchia wäre doch ein geschickter Begünstigter. Und schon jetzt der Krieg läuft. Dann klingt das doch schon mal recht praktisch. Weil dann heben wir jetzt unsere Truppen aus, obwohl wir immer noch nicht so viele Truppen haben, wie ich sie gerne hätte. Segeln wir schon mal in diese Richtung ungefähr. Okay, der nächste hat einen Anspruch auf mein Herzogtum. Das ist nicht gut. So, mein Sohn Graf Fernando ist in letzter Zeit häufig zu Gast bei meinen Ratstreffen, da ich weiß, wie sehr er für die Feinheiten der Menschenführung interessiert, schleicht sich mir das Gefühl ein, dass er nur darauf gewartet hat, dass ich ihn beeindrucke. Ich könnte ihn wohl in ein Gespräch verwickeln. Andererseits wäre es wohl besser, wenn er sieht, wie ich mit meinen Männern interagiere. Es hat seine Vorteile, wenn man zumindest so tut, als kenne man alle seine Soldaten. Wir sollten ein paar Rekruten begrüßen gehen. Wenn 12.000 Mann. Schön. Dort haben wir die Truppen zurückgeschlagen. Dann kümmern wir uns mal hier um das Lager. Unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, der mich auf den Übungsplatz entgegentrat. Obwohl mir Juan anfangs nach keiner großen Bedrohung aussah, wurde mir schnell klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging mir
Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde daran bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte, meine Erleichterung nicht zu zeigen. Auch wenn ich ein Problem mit meiner Anspannung bekomme dadurch. Der Busch ist ein richtig guter Soldat. Den können wir in unserer Armee gebrauchen. Geistiger Zusammenbruch, liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei allen Beschwernissen des Tages ist es allzu leicht, sich in Tagträume rein zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört mein Leben. Doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Wir können liederlich werden und Anspannung verlieren, also ins Freudenhaus gehen. Oder wir können uns zurückziehen, einsiedlerisch werden, was uns letztendlich ein gutes Stück Anspannung einsparen lässt. Wir verlieren unseren Freund Bürgermeister Martin, der auch bald sterben wird. Ich glaube sogar, das könnte unter Umständen eine Variante sein. Ja, er ist jetzt ein einsiedlerischer Kriegsherr. Wir haben einen bemerkenswerten Gast, Guto Sebastinier Secastro. Sie ist ein brauchbarer Stratege, ein Zwilling und hätte auf die Grafschaft Lissabon einen Anspruch. Die mit im Gebiet von Bejar liegen würde. Das könnte auch spannend sein, aber das wäre, glaube ich, kein Anspruch. Der uns viel bringen würde. Außerdem können wir. Oh.
Raimundo möchte außerdem einen Vormund haben. Er ist herrisch und recht gut in der Verwaltung. Dann bekommt er doch auch eine verwalterische Laufbahn. Hier keinen brauchbaren Verwalter. Der ist wahrscheinlich sogar noch der beste Ausbilder. Schön, unsere Chassis ist weithin bekannt. Auf dem Weg zum Stall begrüßt mich das fröhliche Wiehern von Bukephalos. Mein Pferd scheint diese wunderbaren Wetter ganz darauf begierig, die Beine zu vertreten. Dann schätzen wir ihn doch wert. Doch hier Quajatan an. Oh Scheiße, da hinten kommen ganz schön große Truppen, Verbände. Da sollten wir uns hier auf eine Seite bewegen. Wo wir, glaube ich, deutlich weniger Verluste in Angriff nehmen müssen und können die Hauptarmee da oben die Schlacht schlagen lassen. Und uns lieber hier an diesen Vorversuchen. Es wäre ja praktisch, wenn sich hier die Armee des Papstes mal um die Jungs hier oben kümmern würde. Kriegsfuß Vorteil. Und
Nehmen wir doch das hier. Das bringt mehr Belagerungseffektivität. Die päpstlichen Truppen können da oben ganz gut die Schlacht alleine schlagen. Während wir hier unten weiter mit belagern. Deshalb kommen wir ganz groß auf den Deckel. Unser Ratsverwalter wird anscheinend gefangen genommen. Martin wurde gefangen genommen. Herzog hat eine Nebenlinie gegründet. Immer hoffen, dass der Papst demnächst den Krieg als erfolgreich markiert. Lucephalus ist wieder krank, bekommt Medikamente. Jetzt haben wir ganz viele Ereignisse. Erstmal, wir haben den Kreuzzug gewonnen. Das ist sehr gut. Wir haben Papst Hadrianus den 5. angeführten Krieg gegen Sultan Murshid ibn Tabaret vom Sultanat gewonnen. Die Titel im Zielkundebereich werden an die Begünstigten vergeben. Menchia hat das Balbakid-Sultanat erhalten. Alle Titel im Zielkundebereich wurden unter den Begünstigten aufgeteilt, basierend unter deren Beteiligung. Wir erhalten 1400 Gold, 400 Pietät und 1700 Ruhm. Der Eifer der Katholiken ist gesunken, der vom Islamismus ist geschieden. Das ist doch schon mal nicht verkehrt.
Der Kreuzzug ist siegreich. St. Georg hat Königin Menchia den Sieg im Heiligen Krieg um Syrien geschenkt, nachdem sie Sultan Murshid und seine heidnischen Krieger in Meerschlachten besiegen konnten. Zwang unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage zu gestehen. Nun, da die besetzten Länder fest im Griff des heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. St. Georg ist mit uns. Und Syrien ist jetzt das Reich unserer Tante. Gar nicht mal so übel. Aber was mir hier gerade ein bisschen fehlt. Ah, da versteckt sich der Rest des Reichs von Jerusalem. Interessant. Wir können auch um Begnadigung unseres Herrschers ersuchen. Und wir haben ein Bündnis anscheinend mit Syrien. Und zwar aufgrund der Distanz mäßig viel bringen dürfte. Aber es ist immerhin ein mächtiger Verbündeter. Wenn wir hier die Armee auflösen, nö, die gehen sogar direkt nach Hause zurück. Das ist doch sehr, sehr schön. Das ist auch schön, dass wir letztendlich relativ gut dastehen auf der Glaubensseite. Okay. Mein König, der uns leider den Thron geraubt hat, möchte gerne unser Verbrechen erlassen. So, jetzt ist die nächste spannende Frage wieder. Möchten wir die Rolle von Königin Menchia übernehmen und letztendlich an vorderster Front gegen die heidnischen Reiche letztendlich versuchen zu bestehen, als ein kleiner Pfeiler des katholischen Glaubens? Oder möchten wir weiter versuchen, die Iberische Halbinsel sozusagen unter unsere Fittiche zu holen? Als Menchia
hätten wir eine recht passable Kreuzritterin. Mit einem richtig. Mit unserem Sohn verheiratet. Der dazu noch ein gutes Beimaß wäre. Das wäre sogar eine Variante, die wir machen werden. Wir werden die Rolle des syrischen Königreichs übernehmen. Und werden an der östlichen Flanke hier im Mittleren Osten ein deutlich spannenderes Reich führen. Betrachten wir das Ganze mal. Letztendlich von der Entwicklung sind, glaube ich, unsere Lehen nicht ganz so stark. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Byzantiner hier eine Verbindung zwischen unseren Reichen ein bisschen blockieren. Dann gucken wir erstmal. Verlobte können heiraten. Ein Ritter von uns machen wir das doch. Königin Menchia hat einen mäßigen Diplomatiefokus, das heißt, wirklich viel wird sie an der Stelle nicht reißen, aber sie ist halbwegs mächtig. Es gibt mit weitestgehend allen Fraktionen in der Umgebung einen Waffenstillstand und wir haben das Bündnis mit uns. Okay. Dann beginnen wir erstmal mit dem Ränkespiel. Hier können wir schon gleich einen richtig guten Diplomaten mit Gero von Edessa einsetzen. Als Verwalter. Wir aktuell noch nicht so wirklich was Gutes. Als Marschall. Da können wir das einsetzen. Oder als Spitzel. Wobei eigentlich ist da Berenguela eigentlich essentiell mit ihren 21 Spionage. Dann nehmen wir hier unseren guten Dat.
Wobei, nein. Die Verwaltung geht an Berengel. Das kommt als Ratsspitzel rein. Machen wir denn doch die Charade in dieser Variante? Und du unterstützt mal minimal das höfische Ränkespiel. Ich versuche mich in Diplomatie. Und gehen wir auf Außenbeziehungen. Das wird kein einfacher Stand, den wir hier haben, an der vordersten Front. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass wir ein größeres Reich haben. Wir könnten Shabano gesetzmäßig einkerkern. Interessant. Wie hoch wäre die Chance? Leider viel zu schlecht. Okay. Palmyra könnten wir verlieren. Und hier Kinasrin, was in Kroatien gehen könnte. Spannend, spannend, spannend. Aber die sind eigentlich beide jung genug. Wir haben auch noch kein Kriegsvolk. Die werden gut gegen Bogenschützen. Ein paar Belagerungswaffen sind nie verkehrt. Ein paar Bogenschützen. Ein paar Pikeniere. Mein Mündel Estefania wird nun erwachsen und es ist an der Zeit, für sie mein Obhut zu verlassen. Oh, sie ist robust. Und hat sich eigentlich zu einem ganz guten Diplomaten entwickelt.
gar nicht mal übel. Okay, ich habe schon wieder einen leeren Ratsposten. Und zwar meine Superspionin ist wie auch immer weggefallen. Dann setzen wir Ettore von Aleppo erstmal ein. Und wir haben noch keine Kinder, mein Mann und ich. Das ist auch nicht gut. Was machen die Fraktionen? Aktuell gibt es noch keine Fraktion. Interessant. Und Lösegeldsforderung. Nö. Kannst das Geld selbst zahlen. Seldschuk ist recht mächtig. Wir haben einen bemerkenswerten Gast, der Ansprüche auf Lakonien hätte. Wo liegt das denn? Nö, das finde ich uninteressant. Schön wäre, wenn wir diese Grafschaft vom Byzantinischen Reich bekämen. Theoretisch könnte man das machen, aber ja. Die Byzantiner sind aktuell
etwas stärker als wir. Theoretisch könnte man hier versuchen, irgendwo sich weiter voranzuarbeiten. Und auch das wäre an sich eine spannende Baustelle. Dann können wir mal eine Jagd erstmal veranstalten, um ein bisschen stresslos zu werden. Wo haben wir einen Hofarzt? Da könnten wir auch bei Gelegenheit mal versuchen, einen zu suchen. Ihr seid ein brauchbarer Ritter, und ihr auch. Vorsicht, Hirsch! Gerade als mein Vasall Herzog Ettore und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es: das Knacken von Ästen und das Rascheln im Unterholz. Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Kirsch kommt auf uns zu. Dann stellen wir uns doch diesen Tiere. Schön, Jagdtrophäe für 10 Jahre erhalten. Nichts Negatives ist passiert. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückkehr vorbereiten. Trotz der Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. Das klingt doch sehr, sehr gut. Wir könnten. Zu den Marischkischen. Gruppe. Kulturgruppe. Wechseln. Ich glaube, das machen wir auch. Um letztendlich weniger Stress mit den einheimischen Herrschern zu haben. Dann sind wir nicht mehr kastilisch, sondern mariskisch. Okay. Was ein. Eine leichte Anpassung unserer Kleidung nach sich zieht. Und wir sind nicht mehr Königin, sondern Malika. Aber wir sind katholisch.
Dann wollten wir, glaube ich, einen Arzt suchen. Und wir sind dazu direkt das Kulturoberhaupt geworden. Was auch richtig praktisch ist, weil dann können wir letztendlich entscheiden, was wir letztendlich an Erbfolgeentscheidungen machen möchten. Begleiten wir erst nochmal das Schildgelten ein bisschen weiter. Bermudo ist ebenfalls maraskisch geworden und Christina ebenfalls. Schön, schön. Was dazu führt, dass wir uns sozusagen hier von der Kulturebene ein klein wenig homogenisiert haben. Denn das große Problem ist, wenn wir hier zu viel fremdartige Kultur reinbringen, werden wir auch unnötige Unzufriedenheit schüren. Da reicht schon, dass wir insgesamt in dieser islamisch geprägten, nein, ismailitischen Gegend letztendlich den Katholizismus sozusagen vorantreiben. Da werden wir gut mit religiösen Problemen zu kämpfen haben. Daher ist das erstmal eine wichtige Baustelle, die wir sozusagen auf unserem Weg hier zur Etablierung angegangen haben. Danke. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für eine Malika und ihren Hof. Von mir erbeten haben sich meine Dienstboten nach Empfehlung umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl unterbreitet. Entweder Kajida, nee, Khadija oder Katira. Und es soll noch Hashmadin Mujaddid geben. Khadija ist ein Intellektueller, eine Sajida, Kräuterkundige und Arzt, aber ismailitisch. Dann hätten wir Katira, wo ich keine Ahnung habe, was die überhaupt als Arzt machen soll. Und wir hätten noch als weisen Mann Hashmadin Mujaddid. Aber da schnappe ich mir doch Khadija an den Hof. Und zwar rüber nach Jerusalem. Ehe ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Irgendwas ist doch hier gerade komisch. Teilweise spielt gerade die Maus ein bisschen rum. Ich werde zwar nicht lange weg sein, doch ich bete dennoch, dass dem Reich während meiner Abwesenheit nicht zustört.
Oh, die Großteilung wurde durch Erbteilung ersetzt. Interessant. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh, andere finden ein weniger glückliches Ende. Am meisten Sorgen macht mir, dass auch mein Leibgarde lavierend schnell kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Wir könnten gegen Stress eine fremdländische Garde anwerben. Oder wir könnten auf göttlichen Schutz vertrauen. Das machen wir. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Jerusalem. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick. Sehr schön. Wir haben zudem eine Pilgerreise gemacht. Ein Kind wächst in meinem Schoß. Mein Gemahl wird stolz sein. Das ist doch sehr, sehr schön. Zu wem gehört die Armee? Zu den Byzantinern. Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich die Priester und Bischöfe doch etwas anders. Ich habe die Reise einer Frommen gemacht. Und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei. Ob ich das nun erkenne oder nicht. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ja, und wir haben, wie wir sehen, schon unsere erste feindliche Fraktion. Und zwar eine ascharitische Populistenfraktion. Die halt ein paar Bauernarmeen besitzt, aber nicht wirklich mächtig sind. So. Theoretisch könnten wir einen Kriegerorden bilden. Es kann nie zu viele Krieger geben, die unseren wahren Glauben verteidigen. Ich werde St. Georg dienen, indem ich ihnen ein Zuhause und Waffen gebe. Wir könnten einen Kriegerorden gründen. Kriegerorden sind unabhängige militärische Organisationen, die den Einflussbereich ihres Glaubens verteidigen und ausweiten. Ein Herrscher derselben Religion, ach Mist, hat immer die de jure Rechte in dem entsprechenden Gebiet und kann Herzöge als Vasallen haben. Königreiche können ruhen und keine aktiven Träger haben. Solche Titel können von anderen Herrschern geschaffen werden.
die mindestens die Hälfte ihrer Grafschaften in den betreffenden Gebieten kontrollieren. Okay. Und wenn wir Lehensspender sind, der Lehensspender eines Kriegerordens ist ein König oder Kaiser, der den Glauben des Ordens teilt. Und dessen Reich den Hauptsitz des Ordens in sich birgt. Der Lehensspender kann kostenlos die Unterstützung des Kriegerordens gegen Religionsfeinde einfordern, anstatt mit Frömmigkeit zu bezahlen. Das klingt doch richtig gut. Das würde uns 500 Gold, was nicht wenig ist, und 1000 Frömmigkeit kosten. Okay, wir könnten diese entweder hier in Nava unterbringen, in Al-Kastal, Zabadani oder in Sakkat. Ich glaube, Sabadani ist ein ganz netter Ort oder Al-Kastal. Wobei Al-Kastal ist da, glaube ich, sogar noch schöner. Dann gründen wir doch einen Kriegerorden. Und zwar die Deutschkrieger. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Theoretisch könnten wir ihn auch noch verführen und ähnliches. Da können wir noch lustige Dinge drehen. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch eine spannende Thematik, was jetzt aus uns wird, da wir das Königreich Syrien haben, beziehungsweise in dem Fall das Malikat von Syrien. Und ich glaube, damit sind wir auch ein ganz ordentlicher Vorposten gegen die feindlichen Glauben und können uns von dort dann ganz gut voranentwickeln. Mit dem einzigen größeren Problem, dass wir hier sehr, sehr viele Kriege haben, die unter Umständen, wenn wir sie als Glaubenskrieg führen, sehr schnell eskalieren könnten. Aber das, glaube ich, eine Sache für einen anderen Tag. Außerdem, moin Madara Uchia 23. Und mit diesen Dingen würde ich sagen, beenden wir für heute die Runde Crusader Kings mit nicht mehr so richtig ganz dem Königreich von Leon. Aber ich glaube, wir haben dafür erstmal ein ganz brauchbares Ersatzkönigreich uns erwirtschaftet.
Die andere große Frage ist, was wir gegen die Byzantiner machen, denn ich glaube, die orthodoxe Kirche ist garantiert nicht unbedingt das, was wir so wirklich hundertprozentig gerne an der Backe hätten. Da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Ressourcen investieren, damit wir die Byzantiner ein bisschen gut mit uns stellen. Okay, Nishapur könnte gegebenenfalls spannend sein, wenn wir ihn. Mist, wir können nicht brauchbare Morde begehen, weil das würde auf unsere Anspannung extrem schlagen. Ansonsten wäre halt eine Zerschlagung von Nishapur eine Variante gewesen, um die Wogen zu glätten. Bei den Fatimiden haben wir das Problem, dass wir einen einzelnen obersten Titel haben, genau wie bei den Seldschuk. Und daher müssen wir dann mal schauen, wie wir da genau weiter vorgehen. Aber unterm Strich sind wir, glaube ich, hier jetzt an einer Stelle, wo man sagen kann, haben wir uns aus unserer Umklammerung und nichts und Unmacht hier in Asturien ganz gut herausgelöst und können jetzt wieder freier handeln. Bis dahin will ich mal sagen, euer Gentle.